Hallo zum Sport am Freitag mit der zweiten Barmer Basketball-Bundesliga und der Partie zwischen den Tigers Tübingen und den Römerstrom Gladiators Trier. Die Tigers noch ohne ihre Neuzugang Jonathan, genannt John Jordan. Den 27-jährigen US-Boy haben wir ihnen ja schon vorgestellt. Er war jedoch noch nicht spielberechtigt. Dafür war er bei Roland Steck am Mikrofon. John, zunächst mal herzlich willkommen in der Arena. Wie fühlt es sich an? Prima, eine schöne Halle, eine gute Atmosphäre. Ich kann den Zuschauern und den Fans nur sagen, freut euch auf Basketball. Ich freue mich, hier zu sein. Warum kannst du noch nicht mitwirken? Nun, wir haben uns ja schon Anfang der Woche unterhalten, dass es noch einiges zu klären gilt mit den Behörden. Die Arbeitsgenehmigung der Stadt liegt noch nicht vor und so konnte die Liga keine Spiellizenz erteilen. Ich versuche dem Team von außen zu helfen. Wie sieht es mit deiner Form aus? Bist du fit? Ja, ich bin wieder zu 100% fit. Auch wenn ich nicht spielen kann, muss ich professionell arbeiten und mir im Training die Form holen. Das habe ich getan. Ich bin bereit. Wie sind deine ersten Eindrücke von den neuen Teamkollegen? Alles gute Jungs mit einem guten Charakter, ein guter Trainer. Ich denke, es passt und ich hoffe, wir werden zusammen erfolgreich sein. Vielen Dank, John, und hoffentlich sehen wir dich dann bald auf dem Feld. Das hoffe ich auch. Ich kann es kaum erwarten. Nach 10 Tagen Pause hofften die Jungs von Headcoach Andy Hipscher auf Saisonsieg Nummer 11. Einen mehr haben bereits die Gäste. Wir treffen auf eine Mannschaft, die auf allen Positionen gut besetzt ist. Aus dem Hinspiel wissen wir, was auf uns zukommt. Konzentration, Leidenschaft und Einsatz sind gefordert, so Hipscher. Ja, in Trier unterlag man mit 64-87 und kassierte da die höchste Saisonniederlage. Die Gladiators sind derzeit Tabellenvierter, siegten zuletzt gegen Kirchheim und die Jungs von Trainer Christian Held brachten auch als einzige Mannschaft bislang dem Top-Team aus Chemnitz eine Niederlage bei. Dann schauen wir mal gemeinsam mit Jordan, ob was geht. Ja, zunächst gab es eine Schweigeminute für den am 26. Januar bei einem Hubschrauberabsturz verunglückten Topstar Kobe Bryant. Auch dessen Tochter und 7 weitere Insassen starben. Er war eine Basketballlegende, so Hipscher. Er war ein herausragender Sportsmann und ein toller Mensch. Zu seinen Ehren klatschten alle Zuschauer und Spieler 24 Sekunden lang. Die Nummer trug Bryant bei den Los Angeles Lakers. 2200 Zuschauer waren am Mittwoch dabei und hofften auf einen couragierten Auftritt. Der Kapitän ging gleich mal voran, Rolo Nürmar scheitert zunächst, doch Enos Wolf ist zur Stelle und versenkt den Rebound. Vergangene Runde gewannen die Tigers übrigens beide Duelle bei den Gladiators mit Wolf, der den Freiwurf auch ins Ziel bringt. Trier erreichte vergangene Saison ja das Halbfinale und auch in dieser Runde sind die Ziele klar. Wir wollen in die Playoffs, sagt Till Kloger klipp und klar und er sorgt auch für die ersten Gästepunkte. Und die nächsten beiden auch und da dachte sich der Wolf, das kann ich auch, Pass von Niamar und somit stand es nach 3 Minuten 5:4, zweimal Wolf, zweimal Kloger. Sein Team habe sehr gut trainiert und ist bereit, zeigte sich Hipscher zuversichtlich. Beide Teams kamen jedoch schwer in die Gänge. Roland Nürmar dann mit dem ersten Dreier der Partie, schön abgelegt von Spielmacher Dianty Baldwin und sauber eingetütet von Nürmar. Baldwin zu Philipp Neumann und er trifft aus der Halbdistanz. Nach seiner Verletzung feierte der Center ja in Oberhausen beim Sieg gegen Schalke sein Comeback und war da mit 17 Punkten gleich mal auch der beste Tübinger Werfer. Ansonsten sahen die Zuschauer viele Fouls, aber wenig Spielfluss. Smith sicher von der Freiwurflinie. Eine Szene haben wir noch im ersten Viertel. Zunächst Rupert Hennen für Trier. Und dann Beschnik Bekteschi aus der Ecke für die Raubkatzen. Die führten nach 10 Minuten mit 19:15. Doch dann ein anderes Bild. Die Gäste pressten wie wahnsinnig und erzielten mal eben in gut 50 Sekunden 6 Punkte. Das war Jordan Geist. Er ist mit über 18 Punkten im Schnitt auch der Topscorer der Gäste. Die Tigers sichtlich überrumpelt.
Kaum Luft zum Atmen, hier aber Big Teshi mit dem Pass zu Chris Davis und der rammt die Kugel durch die Reuse. Ja, und den gönnen wir uns nochmal in der Verlangsamung. Rums! Die Heldschützlinge wenig beeindruckt, die machten einfach weiter und pressten übers ganze Spielfeld. Thomas Grün wieder drin und wieder ging man vorne drauf. Wildes Spiel nun, die Tigers versuchten sich mit Einzelaktionen von der permanenten Umklammerung zu befreien. Der NT Baldwin ist da natürlich mit seiner Schnelligkeit gefordert und er schließt sein Solo prima ab. Aber dann gleich wieder großes Staunen. Was geht denn hier jetzt ab? Nach gerade mal 4 Minuten machten die Gladiators aus einem 19:15 ein 24:31. Gibt's ja gar nicht. Rupert Hennen sorgt für die Auszeit. Bereits Ende 2019 sorgte Trier mit 6 Siegen in Serie für Aufsehen in der Liga. Das Team ist wie eingangs erwähnt ausgeglichen besetzt. Da kommt jeder im Kader zum Einsatz und dementsprechend intensiv wird dann auch gespielt. Kevin Smith macht auch mit, die Tigers fanden kein Gegenmittel. Zumal auch vorne zu viel verballert wurde. Trier verteidigte aggressiv, auch nicht immer fair, Enos Wolf mit Ergebniskosmetik von der Freiwurflinie. Da suchte die Gäste wenig, Smith für 3 sitzt und dann nicht gemütlich zurück, sondern ab nach vorne und drauf. So sah das im ganzen zweiten Viertel aus. Ohne Worte, Geist per Tempo-Gegenstoß zum 25:38 aus Tübinger Sicht. Au Backe! Viel Arbeit für Andy Hipscher, was tun? Nun ein bisschen knabberten seine Jungs vom Rückstand bis zur Pause noch ab. Baldwin wieder attackiert von gleich 2 Gegnern, er befreit sich und über Davis kommt der Ball raus zu Marvin Smith und der trifft für 3. Gute Minute noch in Durchgang 1, Wolf dann ebenfalls für 3. Dennoch, mit 28:14 ging das zweite Viertel an Trier, also doppelt so viele Punkte als die Tigers. 33:43, der Pausenstand, einmal durchpusten, auch für diese 3 Schwerstarbeit für die Referees. Bis gleich. Technik erster Klasse gibt's bei Elektrobetz in der Eberhardstraße in Tübingen. Bei uns finden Sie eine große Auswahl an Unterhaltungselektronik und Haustechnik sowie die neuesten Techniktrends. Wir sind Ihr kompetenter Ansprechpartner für Elektroinstallationen und haben eine eigene Meisterwerkstatt. www.elektrobetz.de. Weiter geht's, die nächsten 30 Sekunden ungekürzt. Niermar für Tübingen. Dann Adams auf Golger, Till Golger, der kommt in dieser Runde auch auf über 16 Punkte im Schnitt. Baldwin auf eigene Faust stark, am 10 Punkte Rückstand änderte sich jedoch zunächst nichts. Beschnik Bekteshi aus der Distanz. Auf der anderen Seite wieder der starke Golger, rum um Wolf und ab dafür. Der Mann mit der 0-0 Problemo für Adams bei diesem Fastbreak. Aber die Tigers kamen nun etwas besser zurecht. Baldwin verfehlt das Ziel, aber Neumann mit dem Tip-In nur noch 6 Punkte der Rückstand. Neumann kam übrigens insgesamt nur auf 4 Punkte. Jetzt musste Held mal das Ganze unterbrechen. Gut 2 Minuten noch im dritten Viertel. Neumann zu Baldwin und der bringt seine Farben auf 4 Punkte ran. Jetzt keimte wieder Hoffnung auf, aber leider nur kurz. Trier schlug zurück, Geist, Golger, Grün und Co. schraubten ihren Vorsprung vor dem Schlussviertel wieder auf 1 Dutzend Zähler. Thomas Grün für 2, Jordan Geist für 3 und schon war wieder alles beim Alten.
Tja, und daran änderte sich leider nichts mehr. Trier bestimmte klar weiter das Geschehen und baute die Führung 7 Minuten vor dem Ende auf stolze 17 Zähler aus. Die Tigers mit zu vielen Fehlern und Unzulänglichkeiten. Dazu kam eine Trefferquote von unter 60% von der Freiwurflinie. Viele Zuschauer gingen schon vor dem Abpfiff, die anderen schauten ratlos und enttäuscht. Baldwin nochmal, er kam am Ende auf 16 Punkte, einen Zähler weniger als Enos Wolf. Bester Werfer der Partie war Till Kloger mit 20 Punkten. Selbst im Fanblock herrschte Katerstimmung ob der Leistung der Hausherren. Dann machen wir auch den Deckel drauf. Die Tigers verlieren nach einer schwachen Vorstellung gegen die Gladiators mit 74-94 und haben damit weiterhin 20 Punkte. Am Sonntag geht's an die Küste zu den punktgleichen Seawolves nach Rostock. Roland, bitte. Woran hat's gelegen, Bechnik? Ich würde sagen, die Intensität. Die haben aggressiver gespielt, haben uns zu Ballverlusten gezwungen und das war ausschlaggebend. Und die Ganzfeldpresse zeitenweise. Ja, das meine ich mit der Intensität in der Verteidigung. Da müssen wir den Ball sicher nach vorne bringen. Und wir wussten, dass sie aggressiv verteidigen und wir haben es einfach nicht umgesetzt heute. Er hatte 10 Tage Pause, waren eine gute Voraussetzung. Eigentlich schon, aber es gibt manchmal so Spiele und ja, müssen wir jetzt analysieren und uns auf Sonntag vorbereiten. Es kommen auch wieder bessere Tage, danke dir. Ja, danke schön. Enos, schweres Spiel heute. Ja. Hohe Intensität beim Gegner und bei euch? Einmal kurz Probleme gehabt gegen die Presse. Hat der Pressbreak, den wir uns vorgenommen haben, hat nicht funktioniert. Dann haben wir zu spät reagiert. Und dann sind wir so ein bisschen im Rückstand hinterhergelaufen und haben keinen Zugang mehr gefunden, so wirklich. Alles klar, kommen auch wieder bessere Tage, danke. Auf jeden Fall, danke dir. Ja, wir wurden halt früh aus dem Rhythmus gebracht und haben uns nicht davon erholt. Aber wenn man sich das erste Viertel angeguckt hat, wir sind ein Team mit einer Menge Potenzial. Wir müssen nur eine konstante Leistung über 40 Minuten überbringen. Oder einen Plan B haben, wenn der Gegner mal Ganzfeldpresse spielt. Ja, wir wurden teilweise hier zerhackt. Das war kein Basketball, ich weiß auch nicht. Plan B ist das fair ausspielen und teilweise war es in einem Viertel 9-1 Fouls und die haben gepresst. Ich will mich nicht bei den Referees beschweren, aber in der Presse Fouls zu halten, bewusst oder unbewusst, was weiß ich was. Und wenn wir dann noch, ich weiß nicht, woher unsere 9 Fouls kamen, aber natürlich müssen wir einen besseren Job machen. Wie Olli Kahn so schön mal gesagt hat, als ich jünger war, Coronas haben. Und das hat uns leider gefehlt und Alles Gute in Rostock. Ich danke euch. I'm actually not happy the way we started. Zunächst sind wir mit gehörigem Respekt hierher gekommen. Tübingen ist ein gefährliches Team. Ich bin nicht zufrieden mit dem Start meiner Mannschaft. Wir waren nach der langen Anreise nicht wach genug. Einige waren noch nicht bereit. On the bus and that could backfire quickly. Aber wir haben uns dann gefunden, das hat mir gefallen. Vor allem die Jungs von der Bank haben wichtige Akzente gesetzt, wobei bei uns ja eigentlich alle Spieler recht lange Einsatzzeiten erhalten. Wir haben dann bis zum Ende die Partie kontrolliert. Ich bin mir aber sicher, dass die Tigers, wenn die Entwicklung so weitergeht, vielen Mannschaften Probleme bereiten werden. Sie machen einen guten Job und haben 2 der letzten 3 Partien gewonnen. Das nötigt mir Respekt ab. Und sie haben uns heute alles abverlangt. We really had respect for them. And I think they proved it today. Christian, his guys did a good job. Vielen Dank, Christian, für die aufmunternden Worte. Die Jungs aus Trier haben einen guten Job gemacht. Wir sind zwar besser ins Spiel gekommen, aber haben ab dem 2. Viertel mit der aggressiven Spielweise und der Verteidigung über das ganze Feld Probleme bekommen. Wir haben dem Druck nicht standgehalten. Es wurde zwar nach der Pause etwas besser, doch wir waren zu fehlerhaft und haben unsere Chancen nicht genutzt.
Wir sind nicht über die Schmerzgrenze gegangen. Trier hat es bis zum Ende durchgezogen. Sie spielen eine starke Runde. Wir müssen die Situation annehmen. Wir müssen weiter hart arbeiten. Die Runde ist noch lang. Es gibt noch viele Spiele. Für uns gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder das Team fällt auseinander und jeder macht sein Ding, oder wir stehen zusammen und arbeiten an den Schwächen, und das werden wir auch tun. Da gibt es keine Diskussion. Wir werden weiter zusammenarbeiten, um unsere Ziele zu erreichen. Das war's vom Sport. Ihnen ein schönes Wochenende.